So, tauschen wir mal gegen diese Pistole aus. So, okay, gut. Dann rüste ich die jetzt mal aus. Wo sind die? Oh, ich muss gar nicht gegen dich kämpfen, wie ich sehe. Die macht ja tatsächlich so viel Schaden. Also da steht Platz 478 dran, das liegt aber an den Resistenzen von den Gegnern. Also ich mach 6000 Schaden, wenn ich die einmal anschieße. Was? Echt jetzt? Die schießt aber auch nicht nur eine Kugel, ne? Nee. Moment, du hast irgendwie eine andere, kann das sein? Ich nicht. Ach nein, die schießt wirklich mehrere Kugeln, ja, ich so sehe das gerade. Und die Kugeln prallen auch noch ab. Wir können das ja eben mal an uns testen. Hast du, warte mal, hast du eigentlich die gleiche? Ich denke. Kannst du mal deine reinlegen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Ja. Nee. Nee. Guck mal deinen Effekt und guck mal meine an. Bei mir steht was ganz anderes als bei dir. Ne, bei dir steht ja auch wirklich der Schaden so übelst hoch. 4000 noch ja? Was. Bei mir steht das. Die Magazingröße. Ne, deine hat andere Werte. Und meine macht nicht so viel Schaden. Können wir mal ganz kurz tauschen? Das würde mich jetzt mal auch interessieren. Ja, ich verstehe das gerade nicht. Lass mal kurz tauschen. Lass mal kurz testen. Ja, ist doch gut. Okay, wir haben getauscht. Gibt die Waffe gleich angewählt? Pokémon tauschen. Nee. Nee, warte mal. Jetzt habe ich es angewählt. Muss ich erst noch reinziehen. Hm. Reinziehen. Sieht aber genauso aus wie meine. Ist hier mein Gegner? Wo ist ein Gegner? Ansonsten müssen wir uns gegenseitig beschießen. Nee, das würde ich nicht so cool finden. Das ist doch gleich ein Automat. Deswegen grab schon mal kurz das Auto. Fahren einfach zum nächsten Ziel. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich sehr intelligent. Wie, du bist im Geschütz? Keiner fährt das Auto. Mann, wo ist unser dritter Spieler? Ja, wo ist der dritte Spieler? Das war ja wie eine gute... Das war ja so wie eine gute Fluchtplanung durchgeplant. Das wäre ja genauso, als wenn zwei Leute Bankraub machen, beide räumen die Bank aus und der eine soll eigentlich den Fluchtwagen fahren. Halt, stopp! Die kannst du doch anhalten. Was? Wie kommen doch so viele Gegner? Achso, ja, richtig. Wir wollten ja irgendwas machen. Hm. Ich denke, meine macht mehr Schaden. Deine schießt doch ganz anders. Ja, tut sie. Und seine macht wesentlich mehr Schaden. Seine killt alles viel schneller. Ich bin ja auch jemand, der Pistolen benutzt. Wahrscheinlich deswegen. Dafür sind deine Projektile urschlammarschig. Voll. Okay. Was? Greenpeace? Ich will zurücktauschen. Was? Oh. Ich hab dir gesagt, pass auf. Wir können hier nichts tauschen gerade. Wir werden voll belästigt. Aber jetzt. Immer noch nicht. Nee. Aber jetzt. Ah! Aber jetzt. Jetzt. Schnell wieder zurücktauschen. Schnell, schnell, oh, bevor der nächste kommt und töten will. Also ich mag meine mehr. Tauschen. Ich hab's doch schon fertig gedrückt. Yay. So. Ich lass die mal ausgerüstet, die ist lustig. Ja, mach ich. Vor allem, weil ich dafür noch Badass mach ich wohl auch. So, jetzt nehmen wir aber unser Auto. Jetzt müssen wir endlich mal eine Mission weitermachen. Ja, es wird langweilig. Erstens das und zweitens ist es schon wieder ganz schön spät. Richtig. Also will ich sehen, was Dr. Zed jetzt daraus kriegt. Irgendwie wird's dunkel. Draußen? Nein, nicht in die Lava. Echt? Ja, da wird's auch schon dunkel. Es wird dunkel? Hast du mal nach ich draußen weiß, geguckt? Es ist dunkel. Das war ja gerade der Scherz der Sache. Scherz?
Ach Gott, dein Deutsch! Alter! Was ist denn hier? Ach ja, hier kommen wir nicht rüber. Ich weiß aber nicht, wie wir das machen. Das muss... Einfach runterspringen? Nö. Das scheint nicht die Lösung zu sein. Ich glaube, wir müssen doch irgendwie durch diese Röhre. Ja, aber wie kommen wir da rein? Oder rauf? Rein oder rauf? Haben Sie den Mut zu sterben? Eins von beiden. Dafür müssen wir bestimmt die Hauptmission weitermachen. Was sagt denn die Hauptmission momentan? Hm, was steht sie denn? Momentan sind wir komplett falsch. Obwohl da dran steht, dass wir finde Sawtooth Cauldron, begib dich zum Arid Nexus. Ja, da müssten wir eigentlich demnächst hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das unbedingt im Arid Nexus machen müssen. Wir können doch woanders auch Skeks töten, oder? Ja, aber wahrscheinlich müssen wir dahin, wo das angezeigt wird. Das ist aber voll doof. Da, wo die Markierung wahrscheinlich ist. Wo gibt's denn, mal um zu testen, wo gibt's denn noch Skeks? In dieser komischen Westernstadt, oder? The Dusk. Hatten wir auch, könnten wir. Tippen wir uns mal zu der Westernstadt. Wo ist denn der nächste Travel? Hier kommt man so will ich nicht rein oder rauf. Nee, sieht nicht so aus. Lol. Ah. Oh. Was machst du? Du musst gucken. Nee. Nee. Ich dachte, ich hätte hier irgendwie was an Leitern oder so gesehen. Aber dem war nicht so. Hey, was treibst du da? Ich bin genauso krank wie ein APB. Ich werfe immer Granaten unter die Autos. Ja. Ich glaube, das ist nicht gesund. So, was machen wir denn jetzt erstmal? Keine Ahnung. Wir kommen da ja nicht rüber. Müssen wir doch erstmal was anderes machen. Dann gehen wir wohl hier rüber. Das ärgert mich jetzt zwar ehrlich gesagt ein bisschen, aber. Nee. Aber wir kommen da ja erstmal nicht rüber. Das ist ja blöd, aber geht nee. Nicht. So, führe mich mal an, weiser Padawan. Fahr erstmal die Straße weiter, das ist schon mal eine gute Idee. Dann fahr ich hier. Weißt du, diese Türen erinnern mich so. Rechts, 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 rechts. Ja, und was erinnern dich die Türen? Dead Space. So ein bisschen. Oder an Metroid Prime. Na, bei Metroid Prime an den Türen aber ich nervig. Weiß. Weil die sind mal die Ladesequenzen waren. Vor allen Dingen, es wurde ja jeder Raum eigentlich, der größer war, für sich selbst geladen. Kommt man denn jetzt da hoch? Richtig. Und wie zum Geier kommen wir da eigentlich hoch? Gar nicht. Ich glaube, wir müssen doch irgendwie in diesen Tunnel kommen. Was? Achso, da unten. Lol. Ich habe oben zu den Tunnel geguckt. Ich auch. Deswegen habe ich dann gesagt, irgendwie müssen wir doch nicht. Schon wieder ein neues Gebiet. Warte, ich komme darauf nicht klar. Und ich erstmal. Warum ist das Auto nicht mitgekommen? Oh, hier sind noch mehr Missionen, die wir machen können. Um dahin zu kommen, wo die Sawtooth-Banditen ihre Bomben lagern, musst du durch die Guano-Grotte. Du musst dich durch jede Menge Sawtooth-Kerle durchkämpfen. Aber hey, sonst wird's ja keinen Spaß machen, oder? Doch. Ah, nein, ich will nicht die Hauptmission machen. Wieso sind hier noch mehr kleine Klecker-Missionen? Meine Slabs kämpfen seit Jahren gegen die Sawtooth. Diese Bastarde haben Dutzende Kammerjäger an Jack ausgeliefert, wenn die Kohle nur stimmte. Töte sie alle, Kammerjäger, und du wirst dabei lächeln. Mit dem Töten habe ich ja kein Problem, aber ich habe ein Problem damit, dass hier immer so viele neue Gebiete sind. Ich habe ein Problem damit, dass wir die Hauptmission weitermachen. Naja, das machen wir irgendwie so nebenbei, ja, aber... das ist ja das Problem. Ich will das eigentlich nicht nebenbei machen, ich will das gezielt machen. Genau. Darum geht's ja.
Darum geht es ja. Lol. Guck mal, der hat was auf Rücken. Du hast ihm den Kopf abgeschossen. Habe ich. Glaube. Sorry, das war irgendwie nicht absichtlich. Ich glaube, ich mache alles nur schlechter, oder? Ich glaube, er mutiert gerade noch weiter. Ja. Ja. Und die beiden Goyards kämpfen gegeneinander, das ist jetzt irgendwie lustig. Ja, komm, lassen wir die mal kämpfen. Hey, wieso, ist der schon tot? Aua, er verprügelt mich. Alter, ich schnetzel dich weg, so, siehst du? Ah, er ist gestorben. Oh, eine Kiste! Eine Kiste, das ist eine große Kiste. Mach auf. Aufmachen. Raketen! Was ist denn das? Boah, das kann ich noch gar nicht benutzen. Benötigt Psycho. Ordentliche Klasse Psycho. Ordentliche Klasse Psycho. Die Klasse haben wir noch gar nicht. Trotzdem mit. Das finde ich jetzt sehr lustig. Wir haben die Klasse überhaupt nicht. Die kann man nur per DLC kriegen und trotzdem finden wir Gegenstände für diese Klasse. Ich finde das auch lustig. Was? Ich wusste noch gar nicht. Vor allen Dingen, ich verstehe nicht, wie geht das überhaupt? Naja, die Inhalte sind doch trotzdem in den Spielen. Ja, aber. Oder meinst du, jedes DLC wird neu runtergeladen? Nee, aber trotzdem haben sie das schon weiträumig geplant gehabt. Hier liegt ein Echo. Dann sammelt's ein. Sprich mit mir, Angel. Ich brauche einen Kammerjäger. Am besten gestern. Ich hab jemand mit Ghost. Yay! Sein Name ist Zero. Zumindest wird er so genannt. Keiner kennt seinen richtigen Namen und... Nein. Der Nächste. Ich hasse diese Typen, die einen noch mysteriöser Krieger machen. In 9 von 10 Fällen haben sie nicht wirklich was zu bieten. Wen hast du noch? Spiele Zero Überwachungsaufnahmen ab. Slag dich, Freak! Die Blätter fallen. Schnee fällt auf kalte Erde. Fleisch haucht Leben aus. Hat dieser Kerl gerade in einem Haiku gesprochen? Ja, stimmt. Für denjenigen, der das nicht weiß jetzt, das ist eine japanische Versform. Mit, glaube ich, einmal ein 4 Silber, nochmal ein 4 Silber und ein 3 Silber. Ich finde das lustig. Vor allen Dingen. Zero. Fuck, warum stellt man sowas fest? Und ich hasse Jack immer noch, aber er ist so lustig. Und ich will immer noch dieses eine Achievement freischalten. David gegen Goliath. Was da wäre? So. Ich bin dafür, dass wir die ganzen Logs finden. Das ist nämlich fast unsere letzte Aufgabe für heute. Du bist übrigens gerade mit vorbeigelaufen, ich bin fast tot. Oh. Was? Ah, gut. Kein Mensch hat ja je von mir gehört. Hallo? 5 Milliarden Eco-Calls-Abonnenten? Vielleicht kommt ihr ja mal aus eurer Steinzeit raus, ihr Penner. Du bist es. Endlich ein Fan. Ja, Kai, Kai's Corner. Autogramme kosten einen Dollar. Nein, du bist es. Der Auserwählte. Der Auserwählte? Schnell in meinen Laden. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Was? Ich versteh's nicht. Ich finde lustig, dass diesen Kopf da gerade mit einer Pistole zerstört hat. Awesome! Ich will die Logs finden von dir. Ich auch. Deine Geschichte hatten wir ja schon. Komplett sogar. Ja. Die Logs sind bestimmt total beschissen versteckt. Also bei mir. So ein bisschen drauf achten. Was habe ich da bitte gerade eingesammelt? Ich weiß nicht. Und ich finde diesen Klassenmod immer noch von Psycho total witzig. Das ist eine Kreissäge. Ja. Und was ist hier schon wieder Mission? Im Haus? Nö. Doch. Hier ist nichts im Haus. Hä? Was holt sich denn weg? Vielleicht ist es unter uns. Ich wahrscheinlich auch. Nee, unter uns ist nichts. Es ist über uns. Hä? Ach, da oben drauf. Da ist ja was. Wie kommt man da noch? Keine Ahnung. Von weit, weit her komme ich. Ich mal kurz hier um. Oh komm. Was?
Das bietet sich jetzt einfach an. Jetzt will ich mal gucken, ob ich bis da unten snipern kann. Oh, awesome. Offensichtlich ja. Awesome. Awesome shit. Und ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Oh, komm nochmal. Yeah. Und jetzt ja. Ich. Jetzt du. Ich will diesen Kran irgendwie hochziehen. Was, wo sind denn da Gegner? Ich weiß nicht, wo mehr Gegner sind. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe keinen. Okay. Glück gehabt. Ja, ich weiß exakt auch nicht ganz so richtig, wo man hier eigentlich krank muss. Zieh mich hoch! Was? Manu. Hat sich erledigt. Mann, ist scheiße. Jetzt spawnen bestimmt alle Gegner. Ja. Oh nein, ich irre schon wieder. Nein, halt, stopp. Halt, stopp. Und wie viele sind hier? Viele. Oje. Geh weg. Oje. Ich geh auf die Seite hier. So, tot, alle One-Hit-Killed, tot, hahaha, finde ich auch lustig. Unten liegt doch bestimmt einer von deinen Loks. Kann ich mir zumindest auch sehr gut gerade vorstellen. Oh, komm, wir fertig zurück, du Kopter. Ne, dich wollte ich eigentlich nicht, Kopter. Aber ich nehme dich natürlich auch gerne. Tschüss. Kopter Nummer 1. Ich hab gesagt, dass ich Kopter hasse. Ja, hast du. So, jetzt hast du sie bestimmt noch mehr. Die Viecher, die trifft man einfach immer nicht. Sie sind wie die Pest. Nee, hier ist irgendwie nix. Ich glaube, da, wenn man da drüben weitergeht, dann kommt man hoch. Oh, hier ist ja schon wieder ein Kopter. Nein, heute nicht. Ich sehe nichts außer Rauch. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Für meinen Sniper. Oh Gott, sind die Kopter gerade nervig. Das geht doch gar nicht.